Alles wird gut von Mario Arendt. Knut Camillo, ehemaliger Showmoderator, hat alle Hände voll zu tun. Er ist seit einem Monat ein Engel, soll er im Auftrag für seinen Chef, den lieben Gott, die Welt retten. Aus dem Mauerblümchen Monika Maulwurf soll er eine liebestolle Amazone, aus dem verlogenen Politiker Peter Pocke einen ehrenwerten Mann machen. Dann erhält er seinen schwersten Auftrag. Der entflohene Massenmörder Manfred das Messer Macke soll von ihm gezähmt und zur Rückkehr in den Knast bewogen werden. Auszug aus Kapitel 12. Dieter Drohne, Draufgänger. In der Kneipe entbrannten heiße Diskussionen um den heimischen Fußballverein. Zwei übel aussehende Fans mit Lederkutte machten sich dabei über die Kommentare von Oma Lucy lustig, die offensichtlich keine Ahnung von Fußball hatte, aber fleißig mitdiskutierte. Haha, Oma, du hast doch keinen blassen Schimmer davon, was unseren Verein angeht. Pass mal schön auf, dass du deine Zähne im Maul behältst, wenn du dein Kölsch trinkst. Ich komm gleich zu dir rüber und dann klatscht es, aber kein Beifall. Ah, die Alte ist gut, die gefällt mir. Ist sie heute am Mumienball vom Seniorenheim? Lucy stand ohne Vorwarnung auf, als Dieter sich einmischte. Lucy, lass gut sein. Die haben das sicher nicht so gemeint. Was ist eigentlich los, Dieter? Den ganzen Tag kippst du über alles eine Liter Harmoniesoße. Hast du heute Morgen die Mutter Teresa gefrühstückt? Nee, Lucy, ich mach das schon, setz dich, sagte Dieter und ging zu den beiden Jungs rüber. Er flüsterte dem größeren der beiden Rüpel ins Ohr. Du hast Glück, ich hab heute meinen ruhigen. Siehst du da drüben den Einbeinigen? Er zeigte auf einen Mann mit Holzbein, der sich krampfhaft an der Theke festhielt. Ja, was ist mit dem? Der hatte einen Kratzer am Bein. Damit der nicht so viel blutet, habe ich dem das Bein abgebunden. Ein bisschen fest, und jetzt hat er nur noch eins. Wenn du jetzt so weitermachst, dann gehst du hier mit zwei Holzbeinen raus. Dann können deine Eltern dich als Schubkarre benutzen. Mr. Rüpel-Fan fiel die Kinnlade auf die Theke und er stotterte. Ist gut, Chef. Ich will zahlen. Stimmt so. Er schleuderte in Windeseile einen 50-Euro-Schein auf den Tresen und verschwand aus der Kneipe. Die neue, sichtlich gelöste Atmosphäre genießend, wurden bei Dieter und Lucy aus ein paar Kölsch ein Deckel, auf dem man kaum noch Platz fand, um darauf Striche unterzubringen. Entsprechend breit torkelten die beiden um Mitternacht aus der Kneipe. Weißt du, Lucy, ich bin froh, dass ich dich hab, und du bist ganz schön mutig. Ich bin auch froh, aber warum mutig? Das war der Oberrocker vom Fanclub. Der hat sich doch nur hochgeschlafen. Darüber mussten beide so herzhaft lachen, dass es durch die komplette Kölner Innenstadt schallte.